Hallo Freunde. Ja, es ist wieder soweit. Es ist mittlerweile der 18. Dezember 2021 und es wird Zeit, dass wir auch am heutigen Tage wieder ein Türchen öffnen, um einen unter euch glücklich, vielleicht sogar ein bisschen stolz zu machen. Es ist Samstag, morgen ist der 4. Advent. Und ich bin froh, dass jetzt quasi die letzte Arbeitswoche anbricht. Eine Arbeitswoche, in der ich nach Belgien fahren werde. Und das wird richtig cool. Also, naja, so das als kurze Info. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch allen auch. Aber das, weswegen wir natürlich alle hier eingeschaltet haben, das sollte jetzt anfangen. Und zwar öffnen wir Türchen Nummer 18, ne? Ich guck noch mal. Bin ja nicht fehlerfrei. Tatsache. Türchen Nummer 18. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Name. Aber Namen sind Schall und Rauch. Denn Namen sind quasi nur etwas wie eine Kennzeichnung einer Persönlichkeit. Namen können für manche Leute was aussagen, für manche Leute haben sie keine Bedeutung. Das kommt aber immer auf den Namen ganz persönlich an. Und genauso geht es mir natürlich hier auf diesem YouTube-Kanal mit ganz vielen Namen. Und der heutige ist Jean-Luc Houdin. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Jean-Luc, du bist heute dran. Heute geht es ein Video lang nur um dich und ich bin stolz, mich heute bei dir bedanken zu dürfen. Für Kanaltreue, für uneingeschränkte Solidarität in vielen Bereichen und einfach für dein freundliches, offenes Wesen, welches mich in den letzten Monaten, ich würde sagen im ganzen letzten Jahr, immer wieder aufs Neue begeistert hat. Vielen Dank dafür, dass du hier bist, in der Mitte dieser so großartigen Community. Einer Community, die ohne dich nicht das Gleiche wäre. Es sind nämlich Menschen wie du, und das wiederhole ich schon ziemlich häufig, es sind Menschen wie du, die das hier so besonders machen. Die dafür sorgen, dass ich angespornt werde. Und immer wieder aufs Neue versuche, gute Leistung für euch zu bringen. Und nicht einfach nur irgendwas dahin zu rotzen. So nach dem Motto, hier habt ihr wieder was zum Gucken. Es sind Menschen wie du, bei denen ich einfach merke, dass das, was ich hier mache, einen tieferen Sinn hat. Einen Sinn, auf den man stolz sein kann. Wir verbinden auf diesem Kanal Menschen miteinander. Menschen, die das gleiche Hobby frönen, und zwar Videos gucken aus der Ferne. Und du bist immer vorne mit dabei. Egal ob im Livestream oder in einer der Live-Premieren. Du kommentierst fast jedes Video. Und ich bin so dankbar, dass du einfach da bist. Du scheinst ein sehr aufgeschlossener Mensch zu sein mit einem gefestigten Weltbild. Das merkt man auf jeden Fall ganz deutlich in den Kommentaren. Und du scheinst auch jemand zu sein, der genau weiß, was er möchte. Jemand, der auch weiß, dass es ihm gut geht. Und dass es vielen anderen Menschen halt nicht so gut geht. Jemand, der, ja, ich möchte nicht zu weit ausschweifen, aber jemand, der einfach eine eigene Präsenz hat. Jemand, auf den man halt immer zählen kann. Und alleine dafür vielen, vielen, vielen Dank, Jean-Luc. Du bist jemand, der viele Livestreams erst zu dem macht, was sie eigentlich sind. Und zwar lebhafte Gespräche unter den Zuschauern selber. Du bist jemand, den die anderen kennen,
Ich kann jeden der anderen Stammzuschauer fragen. Jean-Luc, habe ich schon gesehen, habe ich schon gehört, habe ich mich schon persönlich mit unterhalten in den Streams. Jean-Luc, es würde mich natürlich übelst freuen, wenn man es hinkriegen könnte, dass wir im nächsten Jahr so ein kleines Möbelkutschertreffen veranstalten könnten, auf dem wir uns alle mal kennenlernen. Und um dir diese Wartezeit auf ein solches mögliches Treffen zu verkürzen, wirst auch du ein Paket von mir bekommen. Inhalt dieses Paketes wird natürlich auch eine handsignierte Dose Fitfresh sein, die ich extra für dich widmen werde. Und natürlich bekommst du auch noch was anderes von mir. Und zwar bekommst du von mir ein Möbelkutscher Tracker Cappy, welches ich euch jetzt einblenden werde. Ja, Jean-Luc, das hast du dir halt einfach verdient. Vielen Dank dafür, dass du hier bist. Ich wünsche dir weiterhin eine besinnliche Vorweihnachtszeit, schöne Festtage mit deiner Familie, mit den Lieben um dich herum, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, dass wir uns auch noch sehr häufig in den Kommentaren oder im Livestream begegnen werden. Danke, dass du ein Teil von dem hier bist.